Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde 7 Days to Die. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Gut, wir sind nach wie vor in unserem Vierer Einkaufsladen. Wir looten ein bisschen. Ich weiß nicht, wo die schlagen. Ich muss bloß aufpassen, dass ich nicht von hinten überrascht werde. Ich weiß auch nicht, ob ich da schon einen Hund gehört habe. Das ist schon ein bisschen, Irgendwas ging kaputt. Ah, da ist er. Da ist die Dame. Ja, bist jetzt endlich zufrieden, ja? Ständig hier leer machen, ja? Das geht aber nicht. Die können wir looten. Also hier sind schon einige, muss ich sagen, ja? Holz nehmen wir mit. Holz. Lässt du meine Füße in Ruhe? Ich glaube, dir geht's zu gut. Das war leer. So, was haben wir hier noch? Das ist leer. Das ist leer. Geil, dass ich auf den, dass ich da Wasser raushole, ist einzigartig. Der Loot hier ist gut. Ich habe hier bloß Sorgen, dass ich irgendwas hier sehe, was ich hier nicht sehen will. Ja, das ist so ein kleines bisschen. Wo ist der Stuhl? Da ist der Stuhl. Ich glaube, ich sehe nichts mehr. Ich glaube, wir haben sie alle. Da ist bestimmt ein Hund da hinten. Da traue ich mich jetzt nicht rein. Meine Freunde, es tut mir leid, ich traue mich da jetzt nicht rein. Ich habe viel gemacht, aber ich traue mich da nicht rein. Oh Mann. Aber ich kann da hinten mal reingucken. Vielleicht nehme ich die Pistole, lade mal durch. Ah, da ist noch einer. Die sind bestimmt auf dem Dach. Ja. Komm. Oh Mann! Da geht er, der Stift. Oh, sehr schön. Komm, ich lade schnell aus. Können wir ganz zusammen machen. Ja, ich bin schon wieder außer Power hier. Aber hey, wir machen gerade eine Vierer-Mission. Also keine Mission, sondern ein Vierer-Gebäude. Man muss schon ein kleines bisschen ehrlich sein. Das hat nichts mit Mission zu tun, sondern es ist halt, ist und bleibt ein Vierer-Gebäude. Na komm. Also manchmal ist es schon problematisch. Gut, bei mir wird gerade gearbeitet. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Da, wenn ihr das Klopfen hört, ja. Wer Handwerker zu Hause hatte, weiß, wie das sich das anfühlt.
Das nehmen wir wieder mit. Ah, Buch kann man lesen. Wir können 762 selber herstellen. Ja, Stahlwerkzeugteile. Da haben wir ein paar Sachen. Ein bisschen Lachs haben wir da. Da haben wir nichts. Und da haben wir ein paar Sachen. Das können wir reinpacken. Und das können wir reinpacken. Guck mal an. Und schon haben wir hier ein kleines bisschen schöne Materialien. Das ist sehr schön. Das, wie gesagt, können wir beim Händler verkaufen. Was wir nicht haben, ist eine Händlerkiste, ne? Sollen wir es da reinlegen oder... Na, ich trau mich nicht. Da machen wir den hier, komm. Fertigstellen. Dann tauschen wir das schnell, das Fahrrad gegen den hier. Das ist unsere Händlerkiste. Und da kommen die Sachen für den Händler rein. Zack. Dann können wir das hier reinlegen. Sehr schön. Ja, wie gesagt, ich spring schnell zum Händler und guck, dass wir was bekommen. Bis gleich. Eben noch in unserer Unterkunft. Jetzt wieder bei Wasted Stiffs. Ich kann es nicht lassen. Und, ja, wie gesagt, ich kann es nicht lassen. Es reizt mich und auch wenn da ein Hund irgendwo ist, ich denke, wir kriegen das hier alles irgendwie geregelt. Die ist verschlossen. Da ist der Hauptlootraum. Ah, hier geht's lang. Oh. Du blödes Huhn, ich hab mich erschrocken. Gibt's hier irgendwas? Ach, guck mal, gibt's noch Zeug zum Looten hier. Ein Maiskolben. Mit Butter. Ha, eine Lootbox, eine Lootbox. Wo ist die? So, guck mal an, da haben wir schon die Lootbox. Was ist denn das hier? Ah, das ist verschlossen. Da gibt's nichts. Da gibt's nichts. Okay, da gibt's nichts. Aber wir haben schon einiges gemacht, habe ich das Gefühl. Also die Lootbox holen wir uns auf jeden Fall auch. Naja, ich will jetzt keinen Lärm machen. Na komm. Da kommst du oben rein wahrscheinlich. Ein bisschen hell machen hier. Wir werden ja eh gesehen von den ganzen... Also der Loot, die Loot-Ausbeute ist jetzt nicht so besonders aktuell, aber... Ja gut, wir werden sehen, was wir alles finden. Wir nehmen alles mit. Hier haben wir zwei Automate. Ah, da ist er. Guck mal, deine Kollegin hat sich sehr schön in den Sitzkreis begeben, ja? So wie sie es gehört. Ein paar Blümchen nehmen wir mit. Den Grill brauchen wir jetzt nicht wirklich. Den haben wir, glaube ich, auch schon zu Genüge. Da gibt es ein bisschen was zu essen. Oh, und Kaffee. Wir haben uns noch nie Kaffee gemacht. Aber wird Zeit. Was haben wir hier? Bücher? Nein, leer. Okay, was haben wir hier? Die scrappen wir. Ich glaube, den scrappen wir auch. Brauchen wir auch nicht. Können wir uns sparen. Komm, nimm dir was zu essen mit.
Okay, sortieren wir ein bisschen. Oh, guck mal, wie viele Pflanzen es hier gibt. Ui. Ja, so geht die Munition zur Neige. Ich kann aber mit Pistole arbeiten. Wisst ihr, wie viele Pflanzen wir stacken können? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich probiere mal, wie viel wir stacken können. So viele Pflanzen. Da können wir ein richtiges Dener Gartenparadies machen. Darf ich das sagen oder ist es schon wieder Schleichwerbung? Ah, hier gibt es noch Blümchen. Hier gibt es auch Blümchen. Ich warte nur noch drauf, bis ein verschissener Hund kommt. Und ich möchte keinen Hund, warum auch immer. Die letzten zwei Hundkontakte waren nicht schick. Die waren nicht schön. Jetzt könnte man sagen, warum sammelt er nicht das Nitrit? Weil ich jetzt schon hoffnungslos überladen bin. Habe ich noch einen Slot frei? Weil ich habe noch kein Nitrit dabei. Aber an sich gibt es ganz viel davon. Hier Concrete gibt es so viele Sachen. So. Die Frage, die ich jetzt mir gerade stelle, ist, ob wir vielleicht versuchen, von der anderen Seite ranzukommen, übers Dach. Ja, komm, wir versuchen das. Da haben wir die meiste Munition. Die sind leer. Hier können wir gleich wegschmeißen. Ich weiß, das Licht ist hoffnungslos überstrahlt. Aber wenn es dunkel wird, sind wir uns dankbar, dass es funktioniert. Hier geht's hoch. Oh, guck mal, hier geht's eine Werkbank. Massiv Material hier, ja. Oh, da fällt einer vom Dach hier hinten. Also das Geskillte auf Kopfschuss, top. Wir machen erstmal hier drin, würde ich sagen. Warum habe ich das Gefühl, dass es da noch in den Keller geht? So viel Material gibt's hier. Wahnsinn. Ja, da steht ein Lämpchen. Da steht ein Lämpchen.
ein Hühnchen, was hier rumläuft, ja. Das ist schon... Die Frage ist... Ah, da ist ein Knopf zum Aufmachen. Ah, es geht hier raus, okay. Ich hab Ja, fall da runter, du hast es gleich erledigt. Und da geht mal schon ein bisschen die Muffe. So ein bisschen ausmachen, Licht ausmachen. Stein nehmen wir mit. Ich bin hoffnungslos überladen, wie immer. Ah, da gibt's... Ah, super. Federn können raus. Die Pfeile würde ich gerne behalten. Die Frage ist, was schmeiße ich weg? Und dann würde ich sagen, die hier tun was scrappen. Und das nehmen wir mit. So, das ist das Nächste, was man bekommt. Nägel wäre nicht schlecht. Ich glaube, das habe ich alles schon doppelt und dreifach. So schwer. Ich glaube, den Spaß können wir wegnehmen. Dann nehme ich, was habe ich denn noch? Samen. Uff. Pilze machen wir weg. Nehmen wir mit. So, ein Heft, sehr schön. Sammlerwerkzeugen, das können wir vernichten, denn ich habe eine bessere Schaufel. Sehr schön. So, Lampe machen wir aus. Okay, das haben wir alles, das nehme ich nicht mit. Hier geht's wieder raus. So, ich gehe mal davon aus, dass es im Keller weitergeht, aber ich möchte jetzt definitiv nicht in den Keller. Ich möchte nicht in den Keller. Wahrscheinlich geht es hier auch alles kaputt. Ich traue euch nicht, ihr Brüder. Ich traue euch nicht, ihr Brüder. Da unten ist bestimmt die Hölle los. Die sind alles verschlossen, das ist vollkommen okay. Okay, gut, komm. Ansonsten haben wir wieder schön alles gesammelt. Da geht's aufs Dach. Oder auch nicht. Nee. Oder auch nicht. Da geht's nicht aufs Dach. Lauf mal den Weg wieder zurück. Hier ist dieses Gitter. Da kann ich jetzt wieder ein paar Pflänzchen sammeln. Hier konnte ich, glaube ich... Nee, das ist verschlossen. Dann muss ich nämlich hier einmal durch... Gucken wir mal schnell hier rein. Aha. Ah, guck mal, da hinten ist eine Kiste. Ha, eine Kiste. Sehr schön. Nimm mit. Nimm mit. Eine Werkbank. Eine Arbeitsstation. Das lerne ich auch nie, oder? Ah, je. Was haben wir da? Nö, lass wegkommen. Lass gut sein. Lass gut sein. So, wir wollten noch den Loot holen. Was haben wir hier? Kleiderhaufen. Es wird schon... Schon interessant, was wir hier alles haben, ja. Ich habe so das Gefühl... Das ist so ein typisches Jump'n'Run, ne? Ah, soll ich vielleicht den hier nehmen?
einmal, zweimal. Dann schauen wir mal, ob wir da vielleicht aufs Dach kommen. Wird doch gelacht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. War ein Versuch wert. War ein Versuch wert. Was haben wir da? Lampen. Die kann man bestimmt abbauen. Da habe ich geguckt. Hier würde ich fast sagen, oder? Nee, nee. Bestimmt kannst du da irgendwie hoch. Nee, nee, Gott. Komm. Lass gut sein, Kumpel. Ah, guck mal an. Also wir haben, glaube ich, noch den Keller, den wir nicht leergeräumt haben. Aber immerhin, wir haben schon ein bisschen was erreicht. Dann holen wir uns gleich den Loot. Ich möchte gerade schnell rausladen. Das machen wir schnell zusammen. Na komm, nicht Müdigkeit vortäuschen. Ui. Na. Gut, so, da mal rein. Zack, schon ein bisschen wieder gemacht. Hier ein bisschen rein. Ich tue schnell die reparieren hier. Haben wir. Die könnte ich reparieren. Ich glaube, den reparieren wir. Da haben wir genug. Was haben wir da? Geld. Geld kann rein. Das kann rein. Da wird wegsortiert. Hier wird wegsortiert. Guck mal an. Die Blömsche kommen auch hier rein. Dann habe ich hier ein bisschen Munition. Was mit dem hier? Warum habe ich es nicht wegsortiert? Trinken müssen wir auch gleich. Dietriche, Schaufel. Die hatte ich hier drin. Ja, perfekt. Schon haben wir ein bisschen wieder sortiert. Ein Wasser, das können wir gleich trinken, denn ich habe hier was drin. Einmal benutzen. Ich nehme zwei Wasser. Ja, komm, wir nehmen zwei Wasser. Das machen wir voll, die lassen wir drin. Gut, okay. Dann einmal runter. Gut, Fahrrad raus, los geht's. Auf zum Batmobil. Ui. Ah, also das Fahrrad mache ich jetzt auch bald kaputt, ja? So, da sind wir wieder. Na, wer ist denn hier so unverschämt? Sonst haben wir hier aktuell... Ja, wir haben ein paar, aber das kriegen wir hin. Achso, soll ich vielleicht erst durchsuchen. Oh, guck mal hier. Nehmen wir mit. Okay, diesen... Lass uns mal ein paar Meter fahren. Und dann gucken wir noch in die Bücher rein. Und dann habe ich gesehen, eben, wie ich hierher gefahren bin. Da gibt es eine Gasstation. Die machen wir mit. Also. So, was haben wir denn hier? Also, wir packen es hier auf. Ein Paket zufälliger Bücher. Wir haben eins, was wir schon haben. Wir haben einmal Sprengbolzen. Und noch eins, was wir haben, was wir verkaufen können. Also, halt, stopp. Dann haben wir noch ein Paket. Handwerksfertigkeiten. Da können wir alles. Einmal Arbeitsstation,
Einmal Knüppel. Ah, Baseballschläger. Auch zweimal Knüppel. Sehr schön. Baseballschläger der Qualität 2. Und Medical. So, der Gas war da vorne, glaube ich. Da war er, genau. Passengas. Einmal zum Passengas, meine Freunde. Nehmen wir mit. Wenn wir schon dabei sind. Ich denke, das ist ein krönender Abschluss für diese Folge. Einmal Passengas. So, einmal. Da ist verschlossen. Probieren wir mal, den zu hacken. Mit einem Dietrich. Hallo, Dietrich. Oh, ist der schlecht. Ist der schlecht, Entschuldigung. Aber der musste sein. Na, komm. Mach mir keine Schande. Ah. Oh. Schön viel Kohle. Hallo. Zu Hause. Mensch, mach mir doch nicht Aua. Lappen oder Lumpen? Der Lump, der Schuft. Ein paar Nägel. Noch mal ein paar Nägel. Ah, mit so vielen Nägeln können wir nageln. Oh, 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 oh. Robotik? Oh, das ist jetzt richtig schick hier. Ja, ganz schlecht ist es nicht, ne? Ich weiß zwar nicht, was ich mit den ganzen Lappen soll, aber hey, warum nicht? So, die nehmen wir mit. Das Schlimme ist, dass ich noch gar keine richtige Axt gefunden habe. Also gut, Level 6 ist eigentlich nicht schlecht, ja. Sammelwerkzeuge und anderes Material. Was haben wir hier? Smoothies Wasser. Habe ich den genommen? Nee, habe ich nicht genommen. Ich habe mich schon gewundert. Ah, guck mal, die Registrierkasse ist ja hier. Was ist das für ein Knopf? Aktiviert den Schalter. Ach, guck mal, hier gibt es noch einen. Ich aktiviere den Schalter jetzt nochmal nicht, sondern machen wir erstmal den Tresor. So, mal gucken, ob wir den aufkriegen. Ja, und nicht umsonst haben wir Dietriche. Einen ganzen Bus voller Dietrich. Oh Mann. Echt jetzt? Jetzt gehst du mir auf den Zeiger hier. Ah. Okay. War jetzt nicht so der Reißer. Ah, okay. War nur das Tor für vorne. Gut. Ein bisschen Benzin. So, kommen wir da hoch? Wir kommen da bestimmt hoch. Wir müssen es nur wollen. Wir sind die, wo gewinnen wollen. Einmal Nadel und Faden. Einmal irgendwas anderes. Sehr schön. Nochmal kurz looten. Eine Sammelwerkzeuge. Und wieder was wir schon alles haben. Aber gut, können wir alles verkaufen.
Gut, guck mal an. Haben wir mal schnell einen Passant Guest gemacht. Den haben wir alles, haben wir alles, haben wir alles. Alles leergeräumt, alles gelootet, einmal Fahrrad nehmen. Ja, meine Freunde, wir sind wieder am Ende einer Folge. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Ich fahre zurück in mein Lager. Ja, komm, nehmen wir das noch mit, hier, was hier noch rumsteht. Wie gesagt, dann fahre ich zurück in mein Lager, räume das Ganze leer. Und bedanke mich, dass ihr wieder dabei wart. Lasst mir einen Daumen da, lasst mir ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr was, einen Kommentar, wenn ihr was dazu sagen möchtet, wenn ihr was wisst, was vielleicht schicker ist, welche Möglichkeiten man hat, welche Möglichkeiten man umsetzen kann. Vorschläge bin ich immer dankbar. In diesem Sinne, bis demnächst. Danke. Ciao, ciao. Ach so, Werbung in eigener Sache. Wir haben ab dem 3. August sollte offiziell Baldur's Gate 3 rauskommen. Ja, das heißt die Version 1.0. Ich bin am Start. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann.